Hallo Leute, es geht weiter mit Dreadout. Ja, ich bin zuletzt nicht weitergekommen. Ich weiß nicht, wie groß ich dieses Mal überhaupt weiterkommen werde. Erstmal muss ich das Schwein hier. Ihre Schwein, das Schwein, das Schwein. Wie lange soll es denn noch kommen? Linda, wie weit noch? Oh, wir haben es sogar verjagt mal. Das ist ja schön. Da, wo das Schwein hinrennt, da werde ich jetzt auch hinrennen, weil ich in ein anderes Let's Play geguckt habe. Mache ich ja gerne mal, wenn ich echt keinen Plan habe, was ich falsch mache, wie es weitergeht. Und irgendwo hier soll ich einen Schlüssel finden. Ist unglaublich. Genau nur in dieser Ecke guckt man natürlich nicht. Wo soll man denn wissen, dass hier in der Ecke ein Schlüssel liegt? Ganz ehrlich. Da kommt doch keiner drauf. Alles klar, gefunden. Schlüssel. So einfach geht's. So doof. Den Schlüssel hat jemand in einem der Klassenzimmer verloren. Hey, super. Schön. Natürlich können wir mit dem Schlüssel jetzt weiter. Und zwar in diese komischen anderen Räume, meine ich. War das hier? War das da hinten? Ich habe keine Ahnung. Ich verliere vollkommen die Orientierung. Na, jedenfalls in diese besonderen Räume, sage ich jetzt mal. Muss ich dafür außen rumlaufen oder hätte ich querbeet? Ich laufe mal querbeet. Wenn das Schwein kommt, das Schwein ist egal. Das Schwein scheiß auf Schwein. Laufe ich eben hier durch. So. War das hier? Ich mache mal die Türen auf. Ach so, Schloss kaputt. Geht ja dann schon mal nicht. Hier ist das besondere Klo. Hier geht's um die Ecke. Geht's um die Ecke. Geht's um die Ecke. Sie ist schon ganz aus der Puste. Sie kann nicht mehr laufen gerade, selbst wenn ich die Lauftaste drücke. Ja. Ich kann mit dem Schlüssel natürlich jetzt irgendwas öffnen. Ich muss nur mal eben schauen, was. Ach, kommt das Schwein schon wieder? Wo ist es denn? Hinter mir? Da. Hallo. Ja, geh wieder in dein Loch. Tschüss. Geh in dein Loch. Ich suche den Weg. Ich weiß nicht, ob ich dafür nach oben muss. Wo nochmal diese besonderen Räume waren. Aber waren die unten? Waren die oben? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ist da eine Wasserflasche, die ich nehmen kann? Nö. Hier ist wieder verschlossen, ne? Ja, das ist die kaputte. Das ist die kaputte. Die Räume waren das hier auch nicht, ne? Hä, ging die nicht jetzt auch schon mal einmal auf wieder? Ich bin verwirrt. Und hier war auch zu, ne? Ja. Dann laufe ich eben nochmal auf die andere Seite. Hier war das, ne? Ich glaube, das ist diese Seite, die ich meine. Mit diesen besonderen Räumen. Wo ich das letzte Mal, vorletzte Mal durchgekommen bin. Nee, das war dieser Geisterraum. Nee, den meine ich auch nicht. War das doch oben? Jetzt bin ich doch nur wieder im Kreis gelaufen. Dann war das wohl doch oben. Wir suchen auf jeden Fall, ja, einen Raum mit einem Türschloss, glaube ich, was wir öffnen können. Aber hier kommt die Geister. Bitch, wieder. Ja. Auf die habe ich ja auch keine Lust. Geisterfrau. War das doch hier? Oh, ich glaube, das war doch hier. Und hier macht das hier so bäm, bäm. Ja. Ich glaube, das war richtig hier. Ja, ich bin richtig. War das einen weiter? Nee, ich bin richtig hier. Irgendwas kann ich mit dem Schlüssel hier machen.
Nee, hier auch nicht. Da ist die Katze. War das hier? Ah! Ach, wir können mal was machen. Wir können was machen. Wir können was machen. Der Schrank ist jetzt offen. Oh Gott, hab ich Angst. Ein Umkleideraum oder sowas? Hoffentlich kommt das Schwein hier nicht rein. Oh Gott, es ist hinter uns zu. Da ist ja ein Babybett. Oh Gott. Oh Gott. Fuck, jetzt kriege ich wieder Schiss, weil jetzt wieder so Sachen kommen, die man nicht kennt. Was ist das? Ein Baby. Oh. Hm. Spanien. Tiere? Oh Gott. Hm? Hilfe! Mir! Mir! Ich kann die Kamera nicht benutzen. Benutzt die Kamera. Oh, sie stirbt. Sie stirbt. Schnippi, Schnappi, die große Frau schneidet dir in die Augen. Oh Gott. Was passiert in diesem Spiel bloß alles? Also so undefinierbare Geisterkacke, ganz ehrlich. Ausgerüstet mit einem Fotoapparat müssen wir irgendwelche komischen Rätsel lösen, gegen crazy Geisterbitches kämpfen und die mit ihren Scheren jetzt auch noch vor uns stehen und anscheinend ihre eigenen Babys töten oder weiß ich doch nicht, was da passiert in dieser abgefuckten Schule. Oder Gebäude. Das ist doch eine Schule an den Stühlen oder so. Ich denke mir, das ist eine Schule. Das sind ja auch Klassenräume und so. Obwohl ich gar nicht finde, dass es am Anfang des Spiels so aussah wie eine Schule, aber obwohl doch, wurde das nicht sogar gesagt? Ganz am Anfang, wo man reingeht, ist ja auch völlig egal. Wir sind an einer Schule und da sind Geister und keine Ahnung, was da passiert ist. In dieser Schule. Und ich werde jetzt so lange gegen die Scherenfrau blitzen müssen, bis sie verschwindet oder auch nicht. Und bisher war die Erfahrung, dass sie nach den paar Blitzen nicht verschwinden. Aber wir können auch nicht raus. Irgendwie muss es diesmal klappen. Hallo, da bin ich wieder. Wo bist du? Oder ich muss was machen. Vielleicht muss ich auch zu ihrem Baby. Oh, lass mich doch mal in Ruhe. Blöde Kudu. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh Mann! Ich dachte, es gibt vielleicht doch noch einen Ausweg. Was soll ich denn machen? Das Sterben nervt. So viel Zeit in dieser Sequenz, wenn man gestorben ist, die man verbringt, hätte ich bitte auch gerne im Kampf geschehen. Geht das? Weil ich weiß gerade nicht, ob wir sie wirklich besiegen können, indem ich sie fotografiere. Es ist jedenfalls sehr wenig Platz
und sehr schwer. Und sie schnippelt mir die ganze Zeit im Gesicht und an den Haaren rum. Und ich mag es nicht, wenn mir jemand im Gesicht und in den Haaren rumschnippelt, liebe Leute. Da helfen eure Drogensprüche auch nicht mehr. Vielleicht ist ein einfacheres Spiel etwas für dich. Vielleicht könntet ihr mir es auch etwas einfacher machen. Schließlich kämpfe ich gegen Geister mit Scheren und Schweine und die maulende Myrte und der Zappelgeist, der sich nicht zeigen lassen will. Ein roter Rahmen um an den Bildern. Wollen wir wetten, dass ich gleich wieder sterbe? Wollen wir wetten? Ja. Wir sterben gleich wieder. Wackel doch nicht so! Oh, jetzt ist sie hinter mir, die blöde Kuh. Nein, sie ist hinter mir. Hallo? Das wird nichts. Das wird nichts. Ich geb's zu, ich sollte aufhören mit Let's Plays. Ich bin zu dumm. Möchte jemand von euch es versuchen? Na, möchte es jemand von euch versuchen? Ich überlasse gerne den Controller für die Scherengeisterfrau. Ich habe gesagt, wir sterben. Aber wie der liebe Zechs ja schon mal sagte, ich soll an meiner Einstellung arbeiten. Ich soll nicht immer denken, ich versage. Sonst versage ich auch. Ich werde mir mental jetzt einreden, dass ich es schaffe. Nur das Problem ist, irgendwie weiß ich nicht, ist das wirklich der richtige Weg? 3, 4 Fotos von ihr machen und dann ist sie weg? Irgendwie... Ich würde ja ihr totes Baby mit dem Jenglot erdolchen. Damit sie uns noch mehr hasst. Oder... Ich weiß auch nicht. Die Tür ist verbarrikadiert. Da war nichts zu tun. Sollen wir uns verkleiden? Da sind überall Klamotten. Wir ziehen uns so an und sind ganz jemand anderes als die liebe Linda. Die eigentlich auch völlig unschuldig ist. Ich weiß es doch auch nicht. Hinterher heißt es dann, ah, du hättest doch nur das und das machen brauchen. Kein Problem. Aber das hast du ja sicherlich selber schon rausbekommen, lieber Alexis. Aber jetzt, in diesem Augenblick, bin ich ganz allein. Geh weg. Ich komme hier nicht raus. Da komme ich auch nicht. Da auch nicht. Wo ist sie? Oh. Da ist sie. Oh, sie friert ein. Wo ist sie? Schnipp, schnapp. Schnippi, schnapp. Direkt neben mir, du blöde Kuh.
Schnippschnapp, Frau Friseurin. Geisterfrau. Habe ich es geschafft? Irgendwas hat Klack gemacht. Da ist sie. Oh, 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 oh. Nein, lass mich, lass mich, lass mich! Lass mich! Sie ist voll nah! Hallo? Hör auf, mich zu verfolgen! Hör auf! Sie verfolgt mich! Sie hat mich verfolgt! Ich hab's besser gemacht als die anderen Male, aber irgendwas sagt mir, dass das überhaupt nichts bringt. Ich mache einen Cut. Schau mir an, was man mit der Geisterschnippschnappfrau macht. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Das müsst ihr mir lassen. Ich habe mein Bestes gegeben. Außerdem ist sie richtig schnell am Ende geworden. Da kann man nichts machen. Bis gleich. Ich bin dazu verdammt, es einfach nochmal so zu probieren, wie ich es gerade eben schon probiert habe. Ich habe jetzt gerade eben in ein Let's Play geguckt. Und da hat derjenige einfach die ganze Zeit ist immer wieder versucht mit dem Knipsen. Und irgendwann nimmt es ein Ende. Und anscheinend wird es zur Schwierigkeit auch noch erhöht, dass sie schneller wird. Ist das nicht nett vom Spiel? Also laufen wir in das Licht. Wir laufen und laufen, laufen, laufen. Ja, das hätte ich jetzt eigentlich auch schon machen können. Aber wir haben ja genug Zeit zum Quatschen mal über Dinge, die... Zum Beispiel die Frage, haben wir Ängste vor Geistern? Sollten wir... tatsächlich Angst haben, ob es Geister gibt, sie uns verfolgen, sie Rache nehmen und was können wir dagegen tun? Solange wir einen blauen Rahmen haben, ist ja alles im Lot. Wenn der Rand rot wird in eurem Leben, solltet ihr euer Handy nehmen und Fotos machen von dem Bösen um euch. Ich muss das jetzt schaffen, ich habe keinen Bock mehr. Linda, Linda, Linda. Woo, woo, woo. Okay. Hallo? Voll gemein. Voll gemein. Ich schieße und... Ja, ist okay. Wie ich es hasse, wenn sie auf einmal neben mir ist. Voll gemein. Ja, schön, schön. Ich will nicht mehr. Ich bin so... Wein gleich. Das ist voll frustrierend. Und diese Sequenz in das scheiß Licht zu laufen, dauert viel zu lange. Und was ich am meisten hasse ist, wenn man die ganze Zeit knipst und es passiert einfach nicht. Es passiert ja nur was, wenn das Bild grisselig wird. Und währenddessen kommt sie immer näher und näher und dann darf man entscheiden, höre ich jetzt lieber auf, renne wieder in die andere Ecke und versuche es einfach nochmal. Oder bleibe ich stehen und knipse, weil vielleicht ein Foto mal dabei ist, was klappt. Ein Foto habe ich gerade hinbekommen. Das ist viel zu wenig. Ich muss es 4, 5, 6 Mal schaffen oder so, damit sie wirklich, glaube ich, erledigt ist. Und das kotzt mich voll an, dass man dann auch immer Fotos macht, wie bei dem Schwein. Man macht dann Fotos, kommt immer näher und dann rennt es am Ende doch um. Das ist doch unfair. Das muss dann auch funktionieren, was man machen soll, ist meine Meinung.
Das wäre sonst unfair. Jetzt mach mal hinne, Linda. Ganz ehrlich. Geh mal ein bisschen schneller zurück ins Leben. Erhol dich mal schneller. Nee, aber ich finde echt, dass die Sequenz ein bisschen too much ist hier. Also, es ist toll, so eine Jenseits-Sequenz einzubauen, finde ich, aber bitte nicht mit so einem ewigen Lauf. Ich meine, das bringt einem ja auch nichts. Das erinnert einen nur daran, dass man wirklich nicht sterben möchte, weil man sonst diesen Weg nochmal laufen muss. Und ich glaube auch nicht, dass das Sinn der Sache ist. So. Ich weiß doch immer nie, wo sie ist. Krissel, Krissel, Krissel! Krissel, du Scheißbild. Ja, lauf weg, 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 weg. Es funktioniert ja auch nie. Ja. Nein, nein. Ja. Okay. Da ist sie. Sie darf mich nicht kriegen. Sie darf mich... Zu spät. Sie denkt immer, sie schafft es so direkt hinter mir. Aber nee. Nein. Komm schon. Wo bist du? Oh. Ich habe die Schere schon gesehen. Komm schon. Wo bist du? Lauf. Jetzt wird sie langsam aggro. Ich weiß, ich kenne das schon. Oh. Oh. Wo ist sie denn? Ich sehe sie gar nicht mehr. Da. Nein, 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 lauf, 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 lauf. Lauf. Komm. Oh nein. Versuch 1185. Die Scherengeisterfrau zu töten. Dü-dü-dü-dü. Mit dem Fotoapparat. Dü-dü-dü. Ja, mach hinne jetzt mit deinem Licht. Sag's auch gleich, ich bin noch nicht durch. Nervig! Also. Es sind so um die 4-5 Schuss. Und beim 5. oder 6. geht sie richtig ab. Und dann sterbe ich jedes Mal. Jedes Mal. Das war Foto Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4.
Jetzt geht's langsam los. Oh, sie ist hinter mir. War klar. Nummer 5. Na, wie böse wirst du? Na komm! Na komm! Da, da, da! Komm, mach ein Foto, mach ein Foto! Shit, komm! Nein, 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 geh aus der Ecke raus!